Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Die Säulen der Erde, Buch 2, Wer den Wind sät. Wir haben in der letzten Folge, wie man hier unschwer erkennen kann, das Kapitel 9 beendet und werden dementsprechend nach dem Klick hier auf Akzeptieren in Kapitel 10 landen. Das sind doch ein paar vor uns. 5 Jahre später. 1141. Ihr seid also aus Rom zurück, Bischof Walleran. Ja, es war eine sehr erhellende Zeit. Was wollt ihr? Der Papst war sehr erfreut, wie wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, um die Kirche zu stärken. Wir haben es nicht für die Kirche getan. Weniger erfreut war er über den Handel, den ihr mit dem Prior von Kingsbridge abgeschlossen habt. Was geht ihn das an? Um das klarzustellen, wir werden uns nicht in euren persönlichen Streit einmischen. Das Abkommen, das wir mit der Priorei von Kingsbridge getroffen haben, hat den Segen des Königs. Natürlich. Und ihr würdet in dieser Sache eure Meinung nie ändern. Sagt mir, ist euer Sohn bereits aus dem Heiligen Land zurück? Wir haben nichts von ihm gehört, seit er sich eurem Kreuzzug angeschlossen hat. Wenn er stirbt, ist eure Kirche dafür verantwortlich. Unterschätzt euren Sohn nicht, Lady Hamley. Das wäre ein großer Fehler. Ich glaube, der wird umgepolt, oder? Kapitel 10. Der Aufstieg von Kingsbridge. Oh, schön. Ich habe das Gefühl, dass die Hintergrundbilder viel besser als im ersten Buch sind. Aber es lag vielleicht auch daran, dass es so matschig grau alles war und jetzt so viel Farbenfrohheit dazu kommt. Nicht mehr lange und wir werden ein Dach haben. Wunderbar. Dann brauchen wir unsere Gottesdienste nicht mehr in der Krypta abzuhalten. Ihr könntet schon damit anfangen, die Gemälde für die Holzdecke und die Wände zu planen. Warum eine Holzdecke? Damit das Ganze wieder in Flammen aufgeht? Philipp hat das so beschlossen, weil es billiger ist. Und jetzt sind die Mauern nur dazu gedacht, das Gewicht einer Holzdecke zu tragen. Ich liebe dich wie einen Bruder, Alfred. Aber ein Lehrling sollte einem Handwerksmeister solche Dinge nicht sagen müssen. Jack, konzentrier dich auf deine Arbeit und bring sie wenigstens einmal zu Ende. Sonst bleibst du bis an das Ende deiner Tage Lehrling. Streitet euch nicht wieder. Alfred hat recht. Dies ist immer noch ein Haus Gottes. Nun gut. Also, wo waren wir? Ihr könntet damit anfangen, Gemälde für die Holzdecke und die Wände zu planen. Können wir uns das derzeit leisten? Wir bezahlen schon so viele Bauleute. Vater Philipp? Ich muss mich konzentrieren. Tom Bilder. Alfred. Ah, Aliena. Wie geht es euch? Ich werde heute meine Wolle nach Shiring bringen. Morgen beginnt der Wollmarkt. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Milius und ich haben bereits alles vorbereitet. Wir würden deutlich höhere Einnahmen machen, wenn Percy Hamley in dieser Woche nicht schon wieder die Steuern erhöht hätte. Schon wieder? Jonathan, du darfst nicht einfach so weglaufen. Bleib hier bei uns. Tom hat recht. Hörst du? Er sieht wie ein richtiger Mönch aus. Omnius, Pluvius, Nomini, Patri, Am. Das klingt wie Latein, aber so ganz stimmt es noch nicht. Wir müssten uns über diese Dinge keine Gedanken machen, wenn wir unsere Wolle auf unserem eigenen Markt verkaufen dürften. Dazu müsste uns der König eine Lizenz erteilen. Ja. Das würden die Hamleys sicher verhindern wollen. Richtig. Sie wollen die Steuereinnahmen aus der Wollmesse in Shiring für sich. Sorgt euch nicht, Philipp. Wir werden dieses Jahr einen guten Gewinn machen. Es ist ein gutes Jahr. Wir hatten noch nie so viel Wolle zu verkaufen. Psst.
Los, weitermachen. Oh, und ich werde ein neues Lagerhaus bauen müssen. Alfred ist jetzt Handwerksmeister. Wenn ihr ihn bezahlen könnt, wird er euch helfen. Sehr gut. Wenn sie nicht selbst ein Geschäft hätte, würde ich sie anheuern, für mich zu arbeiten. Sie hat was. Sie würde eine gute Frau für mich abgeben. Hey! Hey, nimm das zurück! Was denn? Was habe ich denn gesagt? Zum letzten Mal. Hört auf, euch zu streiten! Sehen wir uns noch einmal die Pläne an, Philipp. Es gibt ein Problem, das ich mit euch besprechen muss. Ja, tun wir das. Nimm das zurück, Alfred. Lass ihn in Ruhe und mach wenigstens einmal deine Arbeit fertig, Jack. Und Jack, hab bitte ein Auge auf Jonathan, ja? Was? Warum muss ich das machen? Mach deine Arbeit fertig, Jack. Na. Das sind so ging es immer zu. Aber an dem Tag kümmerte mich das nicht. An dem Tag wollte ich Aljena treffen. Ich wollte ihr sagen, was ich für sie empfand. Und nichts und niemand würde mich aufhalten. Ich muss Aljena sehen, wo sie wohl ist. Alfred wird noch bereuen, was er über Aljena gesagt hat. Tom besteht darauf, dass ich meinen Kragstein fertig mache. War vor ein paar Tagen noch nicht hier. Letztes Jahr haben sie sogar ein Schaf getötet. Aufpassen, dass Jonathan nicht zu nahe rangeht. Ich gehe besser nicht zu nahe ran. Ich kriege meine Arbeit nie fertig. Tom wird Augen machen. Frage ist, jetzt fertig machen oder später? Warte mal, wir werden es mal mit Jonathan. Verbringt zu viel Zeit mit den Mönchen, wann er wohl nach seinem Vater fragen wird. Erinnere mich an den Winter, als er geboren wurde. Hey, kleiner Bruder. Schneide Grimassen, lass uns Spaß haben. Steh auf. Ja. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich auf dich aufpasse. Ich habe einen Käfer gegessen. Sag's lieber nicht, Philipp. Das ist unser Geheimnis. Lass uns Spaß haben. Das darfst du nicht. Oh, ich darf. Tom und Philipp sagen nein. Du musst arbeiten. Ich weiß, was sie gesagt haben. Ich war dabei. Erkläre, dass nicht zu arbeiten in Ordnung ist. Oh Gott. Aber ich glaube, es ist gerade so ein guter Moment. Ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt arbeiten und es nicht schaffen rechtzeitig, oder gibt es dann den Zustand, dass wir es nicht schaffen, Aljena zu treffen? Ich habe irgendwie ein bisschen Sorge. Gib mir, was ist das hier? Meine gute alte Steinschleuder. Ah, warte mal. Oh. Jawohl. Ich wette, es gibt noch mehr Nester. Okay, also wenn die runterfallen, ist vorbei. Also ist gut so. Da ist ein Riss. Riss kommt immer wieder. Myrtle könnte das Problem sein. Aber warum hier? Nicht einmal Tom weiß es. Oh Mann. Die Mauer geht jetzt schon in die Brüche. Und dann kommt Alfred noch auf die Idee, ein Steindach statt eines Holzdaches draufzusetzen. Dummkopf. Alfred kapiert's nicht. Diese Mauern können nur eine Holzdecke tragen. Für ein Steingewölbe sind sie nicht gedacht. Okay. Okay, das hatten wir ja. Was ist das hier? Kommt über den Eingang. Alle werden es sehen. Aber irgendwas fehlt dabei noch.
Die Bibel. Philipp sagt, ich soll sie lesen. Da wollte ich jetzt nicht hin, aber ist egal. Oder sollen wir die so... Mir steht nicht der Sinn nach Bibelgesprächen. Okay. Ich glaube nicht, dass darüber was in der Bibel steht. Ach, damit können wir uns bestimmt Sachen... Warte mal, ich mach mal... Ui. Können wir was über den Riss lernen? Nee, wahrscheinlich nicht. Komm, jetzt arbeit jetzt weiter. Zeit, dass das fertig wird. Nein. Komm, ist fertig, oder? Oh. Schön. Aus irgendeinem Grund bin ich heute voller Energie. Aber das Gesicht stimmt immer noch nicht. Ich krieg das Gesicht nie hin. Ich bin fürs Erste damit fertig. Ich kann den Kragstein nicht mehr sehen. Verdammt! Hüte deine Zunge! Entschuldigung! Verdammt! Ich musste noch viel besser werden. Gut, aber nicht jetzt, oder? Ich bekomme diesen Ausdruck nie richtig hin. Das ist nicht Demut, Liebe und Sorge. Er wirkt überrascht. Ein überraschter Kragstein. Nutzlos. Das Gesicht stimmt noch nicht. Philipp wollte einen Blick voll Demut... Warte mal, da brauchen wir doch die Bibel für, oder? Nein. Philipp wird nur sauer, wenn ich das Buch schmutzig mache. Du sollst doch da reingucken. Okay, also nicht reingucken. In die Krypta. Warte mal, können wir mit dem Kleinen in die Krypta? Oder muss der hier warten? Alles in Ordnung, Jonathan? Philipp und Tom haben nichts dagegen, wenn wir eine Pause machen. Manchmal sagen Leute etwas und meinen das Gegenteil. Entweder hat er nicht zugehört oder er denkt drüber nach. Okay, ich speichere nochmal. Ich hoffe mal, dass er uns hinterhergelaufen kommt. Ich hoffe es einfach mal. So, überschreiben. Jawohl. So. Ah. Mal gucken, was haben wir hier? Ratten? Ist die fett, bissige Viecher. Sie ist weg? Wo ist die hin? Hinter der Wand muss ein Hohlraum sein. Die Grundmauern und die Gruft sind Teile der alten Kathedrale. Wer weiß, welche Geheimnisse hier unten schlummern. Warte mal, ich gehe nochmal raus und nochmal zurück, ob die Ratte wieder da ist. Ich wollte eigentlich noch mit der... Nee, ist nicht da. Ich wollte eigentlich mit der Steinschleuder drauf zielen, aber... Die Krypta hat den Brand überstanden, wie durch ein Wunder. Mehr Gründe für die Pilger zu kommen. Philipp sagt, dass er nur ruht. Wenn Adolphus irgendwann aufwacht, wird er sich wundern. Er ist ganz schön weit weg von zu Hause. Ob das stimmt. Ich wohl irgendwann fremde Orte sehen werde, so wie Cordoba. Bestimmt. Ich lese später was über den Tag des jüngsten Gerichts. Okay. Oh, hier sind noch Pläne. Tom hat Alfred und mir alles über die Kathedrale beigebracht. Ich könnte diese Pläne im Schlaf zeichnen. Alfred kapiert das meiste nicht. Tja. Tja. So, wir haben hier eine Mauer. Wo ist sie hin? Was ist hinter dieser Mauer? Gruft und Grundmauern sind alt. Fass mal einfach mal an hier. Sie ist weg? Ich glaube, wir brauchen speziellen... Da oben ist er. Wir brauchen noch einen speziellen Dingens, ne? Hier geht's gar nicht weiter. Wir brauchen... Oder warte mal, können wir mit der Steinschleuder... Wenn ich was kaputt mache, werde ich dafür zahlen müssen. Ich weiß, wovon ich rede.
Ja, das Dach, ne? Das ist auch so ein Sache. Hier geht's zum Markt. Ach komm, wir gucken jetzt mal, ob wir Aliena treffen. Kathedrale von Kingsbridge. Jonathan, nicht weglaufen. Nein, wir passen doch auf. Keine Sorge, er ist hier drüben. Ach, sehr gut. Danke, Martha. Und nein, ich habe keine Zeit, auf ihn aufzupassen. Ah. Oh nein, alles kaputt. So klingt das Lied des Marktes. Solltest du nicht arbeiten, Jack? Hab ich schon. Ich gehe vielleicht besser, bevor ich noch was kaufe. Hey, pass auf, wo du lang gehst. Das ist das? Ja, die Höhe. Jetzt trampeln sogar schon die Mönche auf meine Hühner. Hast du Aliena gesehen? Vielleicht ist sie heimgegangen. Sie erwartet einen Besucher, glaube ich. Einen Besucher? Höre ich da Eifersucht in deiner Stimme? Nein. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Na, aber überhaupt nicht. Aliena ist heimgegangen? Vielleicht. Ich weiß nur, dass sie heute einen Besucher erwartet. Möchtest du nicht einen von diesen feinen Stoffen kaufen, Jonathan? Tolle Idee. Ich könnte dir eine rote Kutte machen. Oder eine blaue. Nein. Nein, das wäre albern, nicht wahr? Welche Farbe haben die Kutten von Mönchen? Braun und schwarz und grau. Oh, der ist so knuffig. Wie kommst du mit Alfred zurecht? Er redet eigentlich nur mit mir, wenn ich ihm was kochen soll. Warum kochst du immer noch für ihn? Er hat keine Frau. Und er ist mein Bruder. Ich würde dich nie bitten, für mich zu kochen. Selbst Jonathan würde das nicht. Und er ist auch dein Bruder. Jack, das darf keiner wissen. Keine Bange, er ist ein kleiner Mönch. Er ist jedermanns Bruder. Genau. Wie läuft das Geschäft? Alles gut? Immer mehr Leute kommen hierher. Gestern waren 2 Dutzend Händler aus Shiring hier. Erschöpft? Ziemlich. Aber die Priorei hat eine Menge Geld verdient. Anscheinend hat der Graf auf seinem Markt in Shiring die Steuern erhöht. Deshalb kommen sie alle lieber hierher. Jetzt sind sie aber alle zurück nach Shiring gegangen, zum Wollmarkt. Verlangt der Graf denn geringere Steuern für den Wollmarkt? Im Gegenteil. Nach dem, was man mir erzählt hat, ist es noch schlimmer. Also dürfen sie alle nur dort mit ihrer Wolle handeln, genau wie Aliena und die Priorei. Aber man braucht eine Genehmigung für einen Wollmarkt und die hat nur Shiring. Ja, ich ahne schon, worum sich Aliena kümmern möchte. Gehst du nicht zum Wollmarkt nach Shiring? Nein, Philipp hat mich gebeten, die Aufsicht über den Markt hier zu führen. Also arbeitest du jetzt für Philipp und Aliena? Ich weiß, das ist eine ganze Menge Arbeit. Aber wir wollen ja alle schließlich dasselbe. Und was ist das? Dass es Kingsbridge gut geht. Das ist schließlich unser Zuhause. Mag sein. Du solltest auch arbeiten. Ich mache nur eine Pause. Ich sollte mich besser auf den Weg machen. Ja. Oh, bevor ich's vergesse. Ja. Ich habe eine Nachricht für dich. Von wem denn? Nachricht von Alan. Nachricht von Alan, Füchschen. Ich muss dich sprechen. Du findest mich auf der kleinen Waldlichtung am Fluss. Ich glaube, Alan will mit dir über Papa reden. Was gibt es da zu reden? Tom glaubt nicht, dass ich Baumeister werden kann. Das ist nicht wahr. Genau darüber will sie mit dir reden. Papa weiß, was du kannst. Er hat es ihr gesagt. Hat er? Ja. Er ist kompliziert. Das stimmt. An Tagen wie diesen kann man sich hier fast verlaufen. Karte der Priorei von Kingsbridge im Jahre 1141. Wir schauen uns die Karte mal an. Mit Ton aus, natürlich. Uiuiuiuiuiui. Es hat sich ein bisschen was verändert, definitiv. Aber wir können nichts auswählen. Da ist Alianas Haus. Okay. Die Hamleys würden das Abkommen brechen, das wir mit König Stefan haben.
Ich weiß nur, dass der Steinbruchmeister plötzlich Geld für die Steine haben will. Und der Forstmeister vom Chute Forest besteht jetzt darauf, dass wir für das Bauholz zahlen. Der Forst- und Steinbruchmeister behaupten beide, sie handeln auf Anordnung des Grafen von Shiring. Wenn unsere Arbeiter das hören, werden sie sich Sorgen machen. Und das zu Recht. Natürlich. Das ist ein großes Problem. Ja, das ist es. Aber ich kann euch versichern, dass wir zumindest für ein paar Wochen über die Runden kommen werden. Ich habe für einen solchen Fall vorgeplant. Das habt ihr? Es ist immer mit Engpässen zu rechnen. Wir können die Arbeiter weiter bezahlen und wir haben genug Holz und Steine für den nächsten Monat. Wenn ihr nicht so gut planen würdet, wären wir jetzt verloren. Unser Problem bleibt aber bestehen. Ich muss mit dem Grafen sprechen. In der Tat. Aber zunächst sollten wir mit den Arbeitern sprechen. Sie müssen Bescheid wissen. Ihr habt recht. Okay, gut zu wissen. Ich bin mal gespannt. In der Kathedrale ist ja vorhin dieser Mönch verschwunden. Wir haben hier ein paar Baustellen, würde ich mal sagen. Und die wollen wir in der nächsten Folge dann angehen. Vielen Dank an der Stelle fürs Zusehen. Warum sollte Percy Hemley sein Wort brechen? Tja. Warum ausgerechnet jetzt? Tja. Ich weiß es nicht. Da interveniert jemand. Dein großer Gegenspieler, der nicht seine eigene Kathedrale aufbauen durfte. Nichtsdestotrotz. Euer Firefox.